Verehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf deinem Büro. Es gibt ja manchmal Situationen im Leben, und dazu gehört auch das politische Leben, wo ich aus dem Staunen nicht mehr rauskomme. Vielleicht kennen Sie das auch von sich. Da stehen wir in diesem Land gesamtgesellschaftlich vor der Herkulesaufgabe, die Fehler und Versäumnisse in der Wohnungsbaupolitik in den letzten ca. 25 Jahren zu korrigieren. Und was macht die GWG? Sie will oder soll, wenn es nach dieser Magistratsvorlage geht, sich auf einem ganz anderen Spielfeld tummeln. Wir hätten uns als Kasseler Linke zu dieser Magistratsvorlage mehr Informationen, mehr Aufklärung gewünscht und die demokratische Legitimation bzw. die Aufsichtspflicht transparenter zu gestalten. Insofern auch unser Änderungsantrag, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder zu erhöhen. Wir haben als kleinere Fraktion nicht die Möglichkeit, oder nur unter erschwerten Bedingungen die Möglichkeit, an Informationen zu kommen, wenn es im Bereich GWG um Projekte oder andere Zusammenhänge geht. Ein weiterer Kritikpunkt unserer Seite ist, dass es sich zwar hier nicht um ein PPP-Projekt handelt, ich begrüße das ja auch, insofern der Oberbürgermeister hat mal in einer Sitzung des Finanzausschusses ja auch mal gesagt, dass es mit ihm keine PPP-Projekte hier geben wird. Finde ich gut. Aber eine Auslagerung in eine privatrechtliche GmbH, und als solches haben wir es ja hier zu tun, stellt natürlich den Tatbestand der Tarifflucht her. Der TVÖD gilt in dem Fall nicht. So, und die Stadt muss insofern auch zum Beispiel keine Beiträge für die Zusatzversorgungskasse abführen. Hier wird an Gehaltsstrukturen gespart. Und die Architekten, die in der GWG beschäftigt sind, werden monetär niedriger entlohnt, wie die Architekten hier, die direkt mit Bauern beschäftigt sind. Für uns ist die Auslagerung aus der städtischen Zuständigkeit und damit aus der demokratischen Kontrolle und auch dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes nicht hinnehmbar. Wir lehnen diesen Antrag ab. Wir wünschen uns darüber hinaus mehr Transparenz. Wir hätten es begrüßt, wenn im Vorfeld auch im Stadtentwicklungsausschuss dieser Tagesordnungspunkt thematisiert worden wäre. Er ist es leider nicht. Und wir werden insofern diesem Tagesordnungspunkt nicht zustimmen.